Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Maker. Gestern hatten wir wieder einen sehr erfolgreichen Stream. Der war zwar sehr kurz mit 2 Stunden, aber die kommen dafür jetzt öfter, also heute Abend auch wieder. Und da wurden mir weitere Level eingeschickt. Wir hatten ja gestern schon den Part, wo wir von Crate Place, zweite von unten, bis Soranoth ganz oben zu sehen, gespielt haben. Soranoth leider nicht geschafft, das tut mir leid, aber ja. Die Videos können ja auch nicht 10 Stunden gehen. Ja, wir gehen um meine Liste mal weiter. Mad Mike hatten wir gestern schon drin. Den werden wir heute auch spielen. Und dann geht's halt weiter nach oben und wir spielen die alle mal so weit durch. Und ja, wir fangen bei Mad Mike an. Gar keine Zeit verlieren. Nehmen wir das neueste Level von Mike World 1.3. Hat er heute. Das ist ein ganz, ganz frisches Level. Ich blende die ID mal ein und dann spielen wir das doch mal und schauen mal, was sich der gute Mike wieder hat einfallen lassen. Sein Level war ja relativ schwierig. Castula war das. Nö, will ich mich gar nicht mit. Oh, das habe ich gesehen. Den nehmen wir doch gerne. Hier. So. Das ist jetzt die große Frage, ne? Ja, wir brauchen das Ding hier auf der anderen Seite. Aber hier, das sieht doch auch schon wieder verdächtig aus. Die kann ich doch bestimmt rein. Ja. Ich kenne dich doch, Mike. Ich kenne dich doch. Ein Leben. Dafür den Pilz verloren. Naja, ob das jetzt wert war, ist eine große andere Frage, aber das macht gar nichts. Mir gefällt auf jeden Fall, was du hier so baust. Das ist echt nicht schlecht. So, hier hin. Da oben gibt es bestimmt... Oh, hallo. Hier oben gibt es bestimmt auch wieder irgendwas. Oh, ein Yoshi. Cool. Da oben gab es bestimmt auch irgendwas. Naja, wie dem auch sei. Kann Yoshi die fressen? Kann er. Und dann spuckt er Knochen aus, cool. Okay, da hätten wir Türen. Hier geht es dann wahrscheinlich nicht weiter. Nee. Ich nehme mal die mittlere. Ich nehme mal die goldene Mitte. Schauen wir mal, wo uns das hinführt. Kann er nicht Geister fressen? Nee. Ich wette, die Knochen machen auch Schaden an Gegner. Oh ja, tun sie, habe ich unten gesehen. Hier bin ich hoch. Ein Herz. Ein Herz, wir haben dich auch lieb, Mike. So. Hier muss ich nach unten. Also, will ich zumindest, um dann hier mal reinzulunsen. Wo es hier weitergeht. Es sieht aus, als würde es hier weitergehen. Wir haben uns die Bombe da oben verkackt. Ich hoffe, da gab es jetzt nichts Wichtiges. Wie dem auch sei. Kommen wir mit Yoshi hier hoch? Ja. So, da will ich auch eine Bombe haben. Ich wette, die kriege ich da, ja. Kann Yoshi Bomben in den Mund nehmen und... Bumm. Nee, kann er nicht. Dann müssen wir Yoshi kurz parken. Wir brauchen hier unten auch wieder eine Bombe. Dann holen wir uns die doch eben. Wow, das war knapp. Das war wirklich knapp. Okay, jetzt dürfen wir hier eine Runde rumfahren. Boah, deine Level sind halt echt komplex und lang, ne? Krass. Echt Respekt, riesen Respekt dafür. Und sie machen vor allem auch Spaß. Sie sind echt gut zu spielen. Das macht tatsächlich sehr viel Spaß. Eine Röhre. Das Level ist noch länger. Hey. Okay, da gibt es einen P-Switch. Okay.
Prinzip verstanden. Key-Switch. Und zack. Sehr schönes Level auf jeden Fall. Also echt ziemlich cool, Mike. Echt gut gemacht. Echt, echt gut gemacht. Das gibt natürlich den Stern von mir. So. Wen haben wir als nächstes auf unserer Liste? Ja, wir haben das Level geschafft. Mapmaker. Mega Man. Ah, das war die Mega Man Stage. Oh, die war cool. Das war hier. Genau, Press hier rechts und Y haben wir gespielt. Und irgendwo hatte er auch. Da, Metal Man. Die Stage war der Hammer. Die war echt cool. Okay, wir spielen mal die Alec Man Stage. Mehr Mega Man Kram. Map ist von gestern. ID hat man gesehen. So, Alec Man Stage. Oh ja. Hier gibt's wieder den Mega Man Pilz wahrscheinlich. Ja, sehr schön. Ja, das ist natürlich super fies, da hoch zu. Okay, mit Anlauf geht's. Ja, da gibt's den nächsten Mega Man Pilz. Und hier geht's dann weiter. Ja, okay, wieder ein Mega Man Pilz. Hätte da oben, das ist auch einer. Wir gucken mal. Ja. Da kann man abkürzen, wobei das jetzt auch nicht so. Das ist wahrscheinlich der nächste. Ja. Mega Man Pilz. So, weiter nach oben. Da gucke ich jetzt mal nicht rein. Ist wahrscheinlich auch wieder ein Mega Man Pilz. Wow. Mir gefällt das. Mir gefällt das echt sehr gut. Oh, oh, oh. Da war er passé, aber hier gibt es den nächsten. Und da geht's weiter. Oh, mir gefällt das. Das ist ein richtig schönes Mega Man Feeling. Oh Gott. Das hat. Ey, oh, fuck. Nein. Natürlich müssen wir das jetzt alles nochmal machen. Okay, da oben die Münzen. Wir haben gesehen, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Wegen ein paar. Oh Mann. Okay. Nochmal ohne. Na okay. Nochmal neu. Ja, hier sind schon sehr viele gestorben. Sehe ich gerade. Okay. Nochmal mit Ruhe und Bedacht. So wie es beim ersten Mal auch lief. Ne? Nochmal wiederholen, wie es beim ersten Mal lief. Das war doch Grand Supreme. Okay, dich wollen wir abwarten. So, so. Das waren alles nur weitere Pilze. Hier geht das. Die Abschnitte sind alle nicht schwer, aber es ist halt wieder so ein Level, das ist lang. Entsprechend mehr Stellen, wo man failen kann. Und das macht die Sachen ja immer schwieriger, als sie sein müssten. So. Was? Okay. So, bis hierhin kamen wir. Und diese Sprünge hier sind fies. Okay. Das klappt. Okay. Wo führt uns das hin? Das führt uns nach oben. Oh, nein. Hoch da. Hoch da, Mega Man. Hinfort. Fort mit euch. Mega Man Pilz? Ja. Darunter lohnt sich nicht, wegen den Münzen. Oh, so richtig schön Mega Man. Aber in Super Mario steuert es sich halt einfach anders. So, da rein. Also in Mega Man ist es halt leichter zu manövrieren. Wir nehmen mal den rechten Weg. Bei Alec Man, ich weiß, da oben gab es einen rechten. Genau. This section is a victim of warp pipe limits. Ach so, okay, ja, verstehe. Verstehe. Also das führt uns einfach nach da links, weil die Warp-Pipes nicht ausgereicht haben. Boah, fies. Boah, Gumbas. Wie komme ich da nach rechts? Ich möchte es gar nicht rausfinden. Wir spielen auch schon wieder sehr lange hier dran.
es einfach super lang ist. Ich frag mich, was man da unten abkürzen kann. Ich werde mir das jetzt nicht angucken. Ihr könnt es ja beim Nachspielen selber rausfinden. So, das führt mich wahrscheinlich hier nach rechts, genau. Und dann kommen halt diese Röhre. Boah, dieses Level ist ultra lang. Okay, hier muss ich mit viel Anlauf ran. Die diagonale Kanonen sind echt. Okay, hier haben wir den Bosskampf. Ist ein Vorbosskampf. So, schnell durch, solange der P-Switch noch läuft. Okay, und damit hätten wir das Level dann auch schon. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geiles Level. Mega Man, mit Mega Man kriegt man mich auch immer. Sehr, sehr geiles Ding. Stern für dich. Bitte mehr Mega Man Level. Hast du gesehen? Ich möchte mich dieser Aussage von Abu da oben anschließen. Mehr Mega Man Level. So. Als nächstes hätten wir den Ollie, der leider nur englischsprachig war. Der aber gesagt hat, er schaut mal vorbei und es stört ihn gar nicht, wenn es nur auf Deutsch ist. So, greetings to you, Ollie. Like I said, only in German. This let's play, but I will play a level from you, another one, like I promised. And I usually take the newest one. In this case, follow the leader, it's okay. And have fun. Hab ihm nur kurz Bescheid gesagt. Hier habt ihr die ID zum Nachspielen. Okay, die Abschlussrate ist, oh Gott, wenn ich das schon sehe. Die Abschlussrate ist nicht besonders okay, ist nicht besonders gut. Ich hab ein bisschen Angst. So, in Super Mario World. Follow the leader. Okay. Follow heißt wahrscheinlich den Pfeilen folgen. Boah. Was? Das ist wahrscheinlich, da ist wahrscheinlich ein Stern drin. Ist da ein Stern drin? Ne, ein Pilz. Okay, ein Pilz. Ob der sich lohnt, ist die große Frage. Das ist die große Frage. Wie kommen wir an den Pilz daran? Das ist jetzt eine ganz, ganz, ganz gute Frage, wie wir da überhaupt rankommen. Das mit den Sägen geht doch. Ne, das geht nicht. Okay, das geht nicht mehr. Das ging nur in Super Mario World im Original. Das ist jetzt eine großartige Frage. Wie kommen wir an den Pilz ran? Das war nicht gut. Wie kommt man an den Pilz ran? So nicht. Das reicht nicht. Das reicht nicht, okay. Brauchen wir irgendwas, um dagegen zu werfen vielleicht? Haben wir da irgendwas? Nicht wirklich, ne? Was erwartet uns denn hier drüben? Ja, wir brauchen den Pilz. Wir brauchen auf jeden Fall den Pilz. Die Frage ist immer nur noch, wie. Das reicht alles nicht. Good question. How to get this mushroom? Auch so diese Pixel-Perfect letzten Sprünge. Vielleicht mit dem Spin-Jump. Ja. Spin-Jump it is. Spin-Jump it is. So, damit kommen wir hier durch und hier hoch. Hier gibt es dann ein Blümchen.
Okay, wir rennen mal. Es reicht nicht, okay. Okay. Aber der Spinjump ist schon mal auf jeden Fall. Da muss man erstmal drauf kommen, dass der Spinjump ja nicht ganz so hoch ist. Ja, okay, hier gibt's ja eh die Blume. So. Ja, okay. Einfach nur durch. Okay. Hoch. Na gut, durch. Door? Ah ja. Okay. Röhre hätte auch funktioniert. Ich guck mal. Lasst mich mal gucken. Ha. Okay, Door. Wow. Bit simple. Boom. Ah, okay. Okay. Good one, Ollie. Good one. Pretty good one. Take this star. And maybe we'll see and stream again. Was a pleasure. So. Saie. Genau, da hatten wir Goombas Castle. Und jetzt spielen wir einfach Bowser's Castle. Sind die sich sehr ähnlich? Nee, sind sie nicht unbedingt. Okay. Dann gucken wir uns das noch an. ID ist zu sehen. Spiel. Wir schauen mal, was der gute Saie noch so gemacht hat. Geht's natürlich auch. Ich möchte seine Wolke haben. Oh, close one. So, aber mit der Wolke wird das alles natürlich ein bisschen leichter. Wir können das überfliegen. Okay. Saie, nicht schlecht. Schönes weiteres Level von dir. Das ist, glaube ich, älter, ne? Das war älter als das, was wir im Stream gespielt haben. Aber ja, war okay. Den Lakito würde ich dir empfehlen, entweder höher zu setzen oder so, dass man ihn nicht erreichen kann. Dann ist er... Ah, ich habe den Stern vergessen. Verdammt. Ich habe den Stern vergessen, aber den Stern bekommst du noch. Den bekommst du natürlich noch. So viel Zeit muss dann doch sein. Start, Stern... Level beenden. So, was sagt die Uhr? Ja, eins geht bestimmt noch. Aber erstmal gucken, was das so war. Das war der gute Daniel. Das war Koopa Welt. Ja, das Spukhaus. Wir gucken uns das noch an. Ist von heute. Von heute tatsächlich. Dann gucken wir mal rein.
Und ich hoffe, wir kriegen das noch hin. Okay. Hier brauchen wir offenbar einen P-Switch. Hier gibt es soweit nichts. Ist auch nichts, was wir anträgern können. Das heißt, wir müssen hier rein. So, hier drin bekommen wir nur Goombas. Da rein können wir auch nicht. Gibt's hier noch irgendwas Verstecktes vielleicht? Da ist er. Da ist er. Können wir den mitnehmen? Das müsste gehen, ne? Ja. Oh, come on. Mossy, please. Okay. Neustart. Das war nicht so klug. War nicht das Klügste, was ich jemals getan habe. So. So. Und raus. Und diesmal nicht. So, wo führt uns... Oh, wow, 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 wie war... Guter Schreckmoment auf jeden Fall. Den Pilz nehmen wir doch sehr dankend an. Und ich wette, ich muss hier mitfahren. Oh Gott, ist das schnell. Mit diesen schnellen Dingern komme ich nie klar. Das ist echt fies. Damit hast du mich. Damit kriegst du mich halt immer. So. Nochmal. Och, komm schon. Na gut. Ich guck auf die Uhr. Einen kleinen Moment haben wir noch. So, schnell hier raus. Oh Mann. Okay, wir geben dem Ganzen noch einen kleinen Moment. Also ich denke mal, so 1-2 Minuten kann ich noch entbehren. Dann wird es aber tatsächlich leider schon wieder knapp von der Zeit her. Oh, komm schon. Pumba, komm her. Wirklich? Oh, komm schon. Ich sehe auch, du hast nur 200 Sekunden gegeben an Zeit. Das heißt, so lang kann das Level gar nicht sein, ne? So, hier haben wir das. So, wir wollen auf den ersten Goomba warten, der rausgefeuert wird. Geh weg. So, hier oben gibt es nichts weiter, oder? Nö. Aber da auch die Zeit dann knapp wird, müssen wir mal sehen, dass wir hier zur Pötte kommen. So. Ihr wollt, ihr sollt da hoch, 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 hoch. Ja, okay. Das ist ziemlich fies. Jetzt wollte ich mal den anderen Weg ausprobieren. Das ist echt ziemlich fies. Na gut. Goomba. Please. Ich mag solche Level, ja. Aber sie sind... Ja, es ist ein bisschen tricky, mit denen richtig umzugehen.
gerade wenn man auch nur so begrenzte Formate hat wie solche Let's Play-Aufnahmen, das ist dann immer schwierig einzuschätzen. Aber wir probieren es. Wir probieren es hier runter. So, gibt's hier irgendwas? Nö. Wow. Ich und Notenblöcke und Sprungbretter und so, ne? Ihr wisst es, ihr habt es alle schon gesehen. Das ist wow. Wow. So, Goomba, come with me, bro. So, machen wir das so. Wie gehabt. So, hier durch. Erster Goomba raus, bitte. Weg mit dir. Hoch, hoch, rein. So, die Laola hier, die funktioniert ja auch ganz gut. Dann möchte ich hier nur noch den Pilz haben. Und dann fahre ich einfach nur mit. Den Schaden habe ich ja schon. Und damit hätten wir es geschafft. Das ist doch ein wunderschöner Abschluss. Guter Schwierigkeitsgrad. Auf jeden Fall fies und das ist so dieses, ja, man muss sich rantasten und ausprobieren Level. Aber hat mir gefallen. Sternchen für dich. Sternchen für dich, lieber Daniel. Beenden und ja, auch die anderen. Ne? An die anderen, also ab. Ab nach Daniel, also Santex, Moritz, Siggy Brittman, Eric, I'm the 666th und Barry. Ihr kommt dann im nächsten Part dran, also ich mache dann einfach da weiter und heute Abend im Stream kommen vermutlich wieder ein paar dazu und dann kriegen wir das aber alles schon hin. Ich hoffe, diese Liste hier ist nicht begrenzt, also ich hoffe, ich kann einfach weiter adden, sonst muss ich mir sonst was überlegen. Ja, wir gehen mal zurück ins Hauptmenü und würde sagen, das war's für heute. Bis heute Abend im Stream, wenn ihr Lust habt. Ansonsten bis morgen im nächsten Part. Euer Mossi. Ciao, ciao.